Nase, also diese Nase, die sich so weich und warm anfühlt, und wenn man sie beobachtet, wenn die Schweine dann in der Erde wühlen oder auch Steine oder Felsen bewegen, diese weiche Nase, die hat eine irrsinnige Kraft und ist irrsinnig widerstandsfähig. Also es ist, mich faszinieren Schweine irrsinnig, was die, wie toll die sind. Und ihre Muskulatur also zwischen den Ohren, am beginnenden Rücken, die ja dazu da ist, dass sie die Erde durchwühlen können. Also da ist eine irrsinnige Kraft, eine irrsinnige Muskulatur am Hinterkopf. Denkt, da ist jetzt irgendwas Spannendes in der Erde, auf einem Vollspaltenboden einer Schweinemast, da gibt es nichts Interessantes, was sie irgendwie erkunden kann. Anschaut, wie diese Schweine in diesen Massentierhaltungen einfach nichts zu tun haben, also von Wänden umgeben sind, von einem harten Boden umgeben, wo sie nichts bewegen können, wo sie nichts hochheben können, nichts durchwühlen können, nichts, also einfach nichts machen können. Sie haben wunderbare Eigenschaften, Möglichkeiten, Fähigkeiten und können sie überhaupt nicht nutzen. Und das ist einfach, muss irrsinnig frustrierend sein. Deswegen kommt sie zum Beispiel zu diesem Schwanzbeißen. Deswegen sind die Tiere auch gestresst und manchmal gegenseitig aggressiv. Und trotzdem bin ich immer wieder verwundert, wie die das aushalten. Sind halt einfach trotzdem sehr soziale Lebewesen. Aber mich würde es gar nicht wundern, wenn sie sich gegenseitig viel mehr attackieren, weil sie einfach nicht ausgelastet sind, weil sie nicht das machen können, was sie eigentlich machen wollen.